Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Interessante Signale bei Werbern, also Arbeitgebern oder auch bei Stellen. Was könnte das denn bei Arbeitgebern sein? Interessante Signale. Ihr habt ein Einladungsgespräch, also ein Vorstellungsgespräch und seid irgendwie aufgeregt. Ihr kriegt mit, euer Gegenüber, euer eventuell zukünftiger Arbeitgeber ist entweder genervt, also müsst ihr etwas runterdrosseln und es ist keine Schande zu sagen, ich bin aufgeregt, schon lange kein Vorstellungsgespräch mehr gehabt. Ich hoffe, es ist kein Problem. Das versteht jeder Arbeitgeber. Somit sendet ihr ein interessantes Signal, dass ihr etwas zugibt, was euch unangenehm ist. Und ihr erkennt das Signal eines Arbeitgebers, das ihn etwas genervt hat. Und somit könnte dieses Problem, was dem Arbeitgeber oder einem zukünftigen Arbeitgeber etwas genervt hat, wieder auflösen. Das ist nur ein Signal, ein interessantes Signal. Ein anderes interessantes Signal ist, wenn der Arbeitgeber spannend zuhört, Fragen stellt, von sich selber erzählt, dann seid ihr schon mal einen Schritt weiter und jetzt müsst ihr wieder einlenken, ihr müsst euch interessant machen. Ihr müsst euch spannend machen. Ihr könnt übertreiben, aber nicht zu viel. Spätestens bei der Arbeitsaufnahme fällt die Übertreibung auf, wenn ihr zu viel übertrieben habt. Das sind zum Beispiel interessante Signale bei Vorstellungsgesprächen gegenüber den Arbeit, also gegenüber des Arbeitgebers euch gegenüber, und ihr könnt interessante Signale setzen, indem ihr Angebote macht. Ihr habt eine Stelle, wo die vielleicht 5 Monate im Voraus starten soll. Ihr seid eventuell arbeitssuchend. Es ist nur ein Fallbeispiel. Die Stelle passt auf euch, außer eine Sache fehlt. Eine winzige Sache fehlt, die ihr braucht. Dann sendet ein Signal, macht ein Angebot, kommt den Arbeitgeber entgegen, sagt, wenn ihr mich haben wollt, ich würde mich gerne freuen. Es fehlt nur dieses eine kleine Ding. Das ist kein Problem. Praktisch habe ich es gemacht, auf Papier habe ich eventuell nicht, weil es intern nicht ausgegeben worden ist. Das Problem kennen viele. Also, sagt ganz einfach, macht mir schriftlich, dass ihr mich gerne einstellen möchtet, unter der und der Voraussetzung, dann gehe ich zum Amt, spreche mit meiner Arbeitsamtberaterin, Beamtin oder wie auch immer die sich schimpfen lassen, mache diese Nachqualifizierung, Fortbildung oder Weiterbildung in diesem Zeitraum mit, nach oder durchführe diese erfolgreich und dann bin ich euer Mann. Somit zeigt ihr Engagement, dass ihr euch auch im Alter nochmal auf die Schulbank setzen wollt. Interessante Signale bei Stellengesuche. Ihr sucht ja was und sind zum Beispiel Dinge, die euch besonders auffallen. Trifft eine Stelle auf euch genau zu. Überzeugt euch die Stelle sowas von. Dann schreibt die Bewerbung so individuell und so freundlich, wie es nur geht. Versucht ein bisschen aus dem Bauch hinaus zu schreiben, sowas liest der zukünftige Arbeitgeber und weiß ganz genau, der ist ja wirklich interessiert an dieser Stelle. Das sind zum Beispiel interessante Signale. Wenn ihr so eine Standardbewerbung abschickt für eine Stelle, das kann gut gehen, aber oftmals landet das im Papierkorb. Ist nun mal so. Versucht branchengenau eure Bewerbung anzupassen, Lebenslauf anschreiben, obwohl Anschreiben oftmals gar nicht gelesen wird. Aber zumindest der Lebenslauf muss branchengenau angepasst sein, damit der Arbeitgeber sich damit auch identifizieren kann. Damit diese Bewerbung auch weitergeht. Vielleicht etwas auffällig machen, damit die Bewerbung nicht gleich unter den ganzen Bewerbungen irgendwie übersehen wird, auch wenn sie angepasst ist. Das sind so interessante Signale senden und interessante Signale empfangen. Je nachdem, wie ihr euch anstellt, je nachdem, ob ihr die Augen, die Ohren und eure Fühler aufmacht, erkennt ihr diese Signale oder auch nicht.
Damit wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar.